In diesem Video teste ich die kompatiblen Epson 26 Patrone vom Schweizer Hersteller Peach. Freundlicherweise wurden mir diese Patronen von Peach direkt zur Verfügung gestellt. Geliefert wurden sie in so einem Blister, wie man hier sehen kann, und ausgepackt sehen sie eben so aus. Was mir gleich aufgefallen ist, ich habe ja schon Tintenalarm getestet und die Patronen sehen identisch aus. Ich habe sie jetzt mal hier nebeneinander gestellt und fotografiert, man kann gar nicht auseinanderhalten, welches ist. Es ist auch nicht aufgedruckt, ob es Peach oder Tintenalarm ist. Wir werden dann später nochmal sehen, ob die Tinte auch identisch ist, denn das lässt sich ja mit den Tests leicht herausfinden. Kommen wir zum Handling der Patronen. Ich habe also die Patronen aufgemacht und es ist nichts rausgetropft, so wie beim Original auch. Da gibt es also nichts zu meckern. Was auch schön ist, dass die Patronen durchsichtig sind. Das macht sie auf jeden Fall für den Refill interessant, vorausgesetzt der Chip lässt sich natürlich zurücksetzen. Setzt man die Patronen dann in den Drucker ein, erhält man wie erwartet die Meldung, dass man keine Originalpatronen verwendet. Das braucht uns aber nicht weiter stören. Wir bestätigen, dass wir trotzdem drucken möchten und sagen Druck fortsetzen ja. Danach bekommen wir den Tintenstand korrekt angezeigt. Jetzt habe ich die Patronen natürlich leer gedruckt und dann habe ich die Meldung erhalten, folgende Patronen können nicht erkannt werden. Man erhält also nicht wie beim Original die Meldung, dass die Patrone leer ist, sondern dass sie nicht erkannt werden. Dann muss man sie rausnehmen. Ich habe auch versucht, die nochmal neu einzusetzen, hat nichts gebracht. Der weigert sich zu drucken. An dieser Stelle müssen sie also wirklich raus. Kommen wir also jetzt zur Tinte an sich. Ich habe wie immer die Drucker-Channel-Testseite gedruckt und hat erstmal vom Optischen einen ganz guten Eindruck gemacht. Besonders interessiert hat mich natürlich der Textdruck. Auch da sieht es eigentlich ganz gut aus, vor allem wenn man es mal mit der Konkurrenz vergleicht. Die Peach-Tinte hat ein schönes, saftiges Schwarz, franzt aber leider an den Rändern etwas aus. Das hat etwas gestört. Sieht man jetzt mit bloßem Auge kaum, ist jetzt also meckern auf hohem Niveau. Dieser Screenshot stammt hier aus einem 1200 dpi-Scan. Danach bin ich wie immer mit einem Textmarker über den Text gegangen und die Tinte verwischt kaum, also auch da gibt es nichts zu meckern. Was ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist, was man hier in diesem Bild sieht, die Farbtinte und die schwarze Tinte, die verlaufen hier etwas ineinander, vor allem im gelben Bereich zu sehen. Aber auch das ist mit bloßem Auge wirklich kaum erkennbar, das fällt dann halt bei so hoch aufgelösten Scans auf. Hier sieht man auch nochmal die Abweichung zwischen dem Originaldokument und der Peach-Tinte. Man sieht, dass das Gelb etwas mehr ins Goldene tendiert, das Blau ist gut getroffen. Und auch bei Magenta ist die Abweichung minimal. Ist mir auch ziemlich egal, wie die Farben abweichen, denn Fotos sollte man mit Office-Geräten oder mit solchen Druckern, die keine speziellen Fotodruckern sind, ohnehin nicht drucken, ist viel zu teuer und die Qualität ist auch mit Originaltinte viel zu schlecht. Hier sieht man nochmal einen Strahlenkranz. Da kann ich eigentlich auch nicht viel zu sagen. Die Linien sind scharf gedruckt, also da hätte ich jetzt auch nichts dran auszusetzen. Die ganzen Grafiken, die ich hier gezeigt habe, die bekommt ihr natürlich nochmal in meinem Blog in voller Auflösung und auch die Wertung zu den Peach Patronen gibt es nochmal in meinem Blog, den habe ich hier verlinkt, könnt ihr auch in der Videobeschreibung auf den Link klicken.